Also ich habe an Sie nur die Frage, vielleicht kann man wenigstens einen Satz oder eine Erkenntnis mit Ihnen teilen. Glauben Sie daran, dass unter dem heiligen Schein des Kommunismus mehr Menschen starben, unter Stalin zum Beispiel, insgesamt auf der Welt als im Zweiten Weltkrieg? Oder ist das auch eine Lüge? Das ist eine sehr klare Frage. Es ist sehr interessant, dass zum Beispiel das Buch Stalin anders gesehen von Lou Martens unterdrückt und totgeschwiegen wird, während das Buch, wie heißt das? Das Schwarzbuch. Richtig. Während dieses Kompendium antikommunistischer Lügen verbreitet wird. Und Sie sind offensichtlich ein Opfer davon. Aber ich bitte Sie. Was macht Ihnen das für ein Gefühl? Sie haben ja gesagt, Sie wollen nicht so die böse Emotionen. Naja, also... Lassen Sie ihn das eben bitte sagen, Herr Luhmann. Also ich finde das schade, man kommt ja überhaupt nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Und deswegen wollte ich es gerade mal versuchen, aber wenigstens einen Satz gemeinsam anerkennen können. Anscheinend ist das hier gar nicht möglich. Sie sind für uns, bestimmt Sie als Lügner, umgekehrt wurde das auch getan. Das bringt uns gar nicht weiter. Das bedauere ich sehr. Ich würde gerne eine gemeinsame Erkenntnis mit Ihnen teilen wollen, als Mensch sozusagen. Es ist ein bisschen schade. Herr Luhmann, wollen Sie das auch? Gemeinsame menschliche Erkenntnis? Ja, natürlich will man immer den Versuch machen, einen Menschen zu bessern und zu bekehren, auch sich selbst eingeschlossen natürlich. Aber in diesem Falle ist ja hinreichend erwiesen, dass das nicht gelingen wird. Insofern habe ich ja den Begriff fossil verwendet. Das kann einer positiv sehen, der steht zu seiner Auffassung. Aber wenn sich diese Auffassung millionenfach als falsch erwiesen hat in der Geschichte, dann ist es irgendwo problematisch, dazu zu stehen. Aber wir müssen doch die Frage stellen, aus der Geschichte zu lernen. Was hat denn die DDR gebracht? Ich sage Ihnen, die DDR war am Ende ihrer Zeit total ruiniert. Falsch. Unter der Erde noch mehr als über der Erde. Die Geschäfte, von denen Sie geredet haben, die man mit ihr gemacht hat, waren im Wesentlichen Unterstützung der DDR. Und da mag Strauß geirrt haben, dass er denen überhaupt noch zu einem bestimmten Zeitpunkt Milliardenkredite verschafft hat. Dann wäre es vielleicht früher zu Ende gewesen. Alles richtig. So weit, so gut. Aber die DDR war ein System, das nicht aus eigener Kraft leben konnte, wie der gesamte Kommunismus. Und das ist der absolute Fehler. Herr von Schnitzler glaubt, der Untergang des Sozialismus oder Kommunismus in der DDR und anderswo sei von außen gekommen. Nur die bösen Kapitalisten, Faschisten oder sonstige Ganoven à la Lummer sind schuld oder die bösen Sender im Westen, dass die DDR kaputt gegangen ist. Und ich sage eben, die historische Wahrheit ist, die DDR ist an sich selber kaputt gegangen, weil dieses System nicht lebensfähig ist. Ich muss die Frage stellen, etwas abgewandelt vorhin. Ich habe vorhin die Frage gestellt, haben wir falsch gemacht? Die Frage ist falsch. Was haben wir richtig gemacht? Ich muss die Frage stellen, wieso konnte die bankrotte, die falsch angelegte DDR 40 Jahre lang, 49 Jahre lang bestehen? Doch nicht dank der Sowjetunion, die hat uns ja schon im Stich gelassen, viel früher schon zu Khrushchev. Aber Herr von Schnitzler, ganz simpel, wenn ein erfolgreiches System wäre, dann wäre es doch noch da. Das ist eine gute Frage, Herr von Schnitzler, eine vorzügliche Frage. Und ich sage Ihnen, wenn die sowjetischen Bajonette nicht da gewesen wäre, wäre das Spukspiel 53 zu Ende gewesen. Dann wäre es ganze 4 Jahre gewesen. Der von Ihnen geliebte Präsident Kennedy war da ganz anderer Meinung. Als er die Nachricht bekam, in der Nacht zum 13. August, als er die Nachricht bekam, West-Berlin wird eingemauert, da hat er sich beruhigt auf die andere Seite gelegt und hat weitergeschlafen. Er hat recht gehabt. Das war nämlich eine Portion Friedenserhaltung. Das ist nämlich ein großer Irrtum von Ihnen, dass der Hauptanlass für die Mauer die Fluchtbewegung war. Die Fluchtbewegung war ein Anlass. Ein Anlass. Es war viel wichtiger, die Grenze sichtbar zu machen. Herr von Schnitzler, die Warschauer Pakt-Staaten haben darüber diskutiert. Wir müssen das Phänomen nicht allein Flucht nennen, sondern in jenen Tagen vor dem 13. August 1961 kamen täglich allein in Berlin 3.500 Leute und mehr über die Grenze. Es stellte sich durch die Flucht die Frage, ob die DDR auch noch existenzfähig sein kann. Und das ist dann die Frage von Krieg oder Frieden gewesen aus sowjetischer Sicht. Wenn diese DDR zusammenbricht, bricht möglicherweise das ganze System zusammen. Die Russen waren jeweils zu der Zeit nicht bereit, die DDR zu entlassen. Und dann kam die Haltung der Sowjetunion, die dem Ulbricht ja nicht das gegeben haben, was er haben wollte, nämlich die Kontrolle der Landzugangswege, sondern sie haben sich bereit erklärt, augenzwinkernd versteht sich, dass eine Mauer gebaut wird. So weit, so gut. Herr von Schnitzler hat früher einen Film gemacht, der heißt Die Grenze. Dieser Film war unter anderem gedacht für Kinder und erklärt. Vor allen Dingen habe ich einen Film Grenze gemacht, aus DDR-Sicht. Schaut auf diese Stadt, der wird natürlich nicht gezeigt. Wir können der auch noch über Ihre anderen Filme reden, Herr von Schnitzler. Wir bleiben bei Ihrer letzten These. Der Bau der Mauer war eine friedensstiftende Maßnahme. Herr Dr. Woller, Sie haben auch in der DDR gelebt.
Ja, ich will noch mal was Grundsätzliches sagen. Herr Schnitzler oder Herr von Schnitzler bewährt sich heute mal wieder so als richtiger alter Medienfuchs. Also großes Kompliment, Ehre, wem Ehre gebührt. Indem Sie hier diese Parolen, die so steinern, so unbeweglich, im Grunde auch so wirkliche Fossile sind, lassen Sie keinen Raum für eine wirkliche Sachdiskussion. Weil Sie das Empfinden haben, sobald Sie einen Millimeter irgendwo sagen, ja, vielleicht haben wir uns mal auch geirrt. Nach so einer Katastrophe muss doch die Frage, nach so einer historischen Katastrophe wie dem Scheitern des Sozialismus, muss doch die Frage erlaubt sein, vielleicht haben wir auch oder Sie irgendwo was falsch gemacht. Richtig, wir sollten überlegen, was war falsch in der DDR, was war richtig in der DDR. Aber dazu muss man doch sagen, dass solche Propaganda und solche Sendungen wie der Schwarze Kanal sehr viel dazu beigetragen haben, die DDR zu ruinieren. Das ist doch der springende Punkt. Jetzt wiederholen Sie sich. Ich wiederhole mich. Jetzt trifft Sie der Vorwurf mehr? Nein, ich werde mit dem Anfang, womit wir vor der Pause aufgehört haben. Mit meiner These, die Baumauer war ein Friedensbauwerk. Das heißt, der Vorwurf trifft Sie nicht? Natürlich nicht. Außerdem ist eine Wiederholung, das war ja schon ein paar Mal gesagt worden. Ich habe ein ganz gutes Gedächtnis für mein Alter. Das tut auch manchem weh, wie gut mein Gedächtnis noch ist. Ja, unser Gedächtnis ist auch gut, Herr Schnitzler. Da liegt aber von Anfang an ein Irrtum drin. Zum Beispiel, weiß der Historiker, was Deko 2 war? Klären Sie uns auf. Deko 2 war im Frühsommer 1961 ein Plan der Bundeswehr, ist von Professor Norden entlarvt worden, ein Plan der Bundeswehr, wonach die Bundeswehr nicht aus dem Stand, sondern aus der Manöverbewegung des Sommermanövers heraus einen Vorstoß aus dem Raume Hannover unternehmen sollte in Richtung Brandenburg. Aus West-Berlin sollte ein Gegenstoß kommen, denn in West-Berlin gab es ja entgegen allen internationalen Abmachungen Reservisten der Bundeswehr. Es gab die Bundeswehr in West-Berlin, das müssen Sie wissen. Woher sollen Sie das wissen? Sie unterliegen ja Ihren Medien. Ich bin nicht fertig, ich fange gerade erst an. Aber es ist nicht passiert. Ich möchte jetzt nicht unterbrochen werden, verflucht nochmal. Aber es ist nicht passiert. Die Bundeswehr hat doch die DDR nicht angegriffen. Sind wir uns darüber einig zumindest? Lassen Sie mich doch mal ausreden. Die lassen die Herren ja auch ausreden. Ich lasse ja auch nicht immer alle ausreden. Doch. Ich finde, das geht sehr fair hier. Ich wünsche jetzt ausreden Bitte. Zu können. Ein zweiter Keil sollte aus dem Raume Kassel entlang der Tschechoslowakei an der Nahtstelle DDR-Tschechoslowakei dann nach Norden einschlenken an der Oder-Neiße und so die DDR aus dem sozialistischen Lager herausbrechen. Das war der Plan. Daraufhin haben wir die Mauer gebaut. Daraufhin. Ja, so können nur ganz, ganz dumme oder leider nicht wissende, nicht informierte Menschen lachen. Sie haben doch Ihre Kabarettnummer schon gleich am Anfang abgezogen. Ein Krieg verhindern kann. Herr von Schützer, wir haben schon festgehalten, es gibt Punkte, an denen es hier, wahrscheinlich gibt es gar keine Punkte, an denen viel Einigkeit herrscht. Dieses ist, glaube ich, das beruht aber auf Unwissen auf Ihrer Seite. Das, glaube ich, liegt im Moment daran, dass dieser Punkt viele Leute sich sehr provoziert fühlen. Ja, weil sie unwissend sind. Was wir festhalten können, denke ich, ist, dass die Bundeswehr die DDR nicht angegriffen hat. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie aber immer, Sie haben das Gefühl, Sie sind von vielen, vielen Feinden gestürzt worden. Mein Eindruck ist, Sie fühlen sich immer von ungemein vielen Feinden umgeben. Aber die DDR war doch eine einzige Provokation des deutschen Imperialismus. Eine einzige Provokation, das konnte sich doch nicht leisten. Das steht ja schon in der Bonner Verfassung drin, dass die DDR weg muss. Wissen Sie, wer hat vorhin gesagt, Demokratie und Nichtdemokratie? Wie ist denn die Verfassung, wie sind denn die beiden Verfassungen zustande gekommen? Ich wende mich mal an die jungen Leute, ob die das wissen. In Bonn wurden parlamentarische Räte ernannt. Nicht gewählt, sondern ernannt. Diese parlamentarischen Räte haben einen Verfassungsentwurf gemacht. Mit dem sind sie auf den Petersburg zu den Alliierten gezogen. Die Alliierten haben in ihrem Verfassungsentwurf rum redigiert. Dann wurde in diesem von Alliierten redigierten Verfassungsentwurf, der wurde zum Grundgesetz erklärt und in Kraft gesetzt bei der Gründung der Bundesrepublik. Wie war das? Überhaupt, reden Sie doch keinen Unsinn. Die Verfassung, in der Verfassung steht drin, es wird durch Volksabstimmung, ist die zu bestätigen. Die Volksabstimmung hat nie stattgefunden. Die steht in der Verfassung. Niemals stattgefunden. So, halt, ich bin noch nicht fertig. Machen Sie den Aspekt bitte kurz zu Ende, ich bin noch nicht fertig. In der Deutschen Demokratischen Republik haben die gewählte Volkskongress, die haben einen Verfassungsentwurf. Ja, da können Sie drüber lachen. Da können Sie drüber lachen. Da hat es keine Wahlen dazu gegeben. Natürlich hat das bitte zu Ende, damit wir weitermachen. Die gewählten Abgeordneten haben einen Verfassungsentwurf. Der Verfassungsentwurf ist dem
Bevölkerung vorgelegt worden. Über den Entwurf ist abgestimmt worden von der Bevölkerung. Und dann ist nach der Gründung der BRD und der Inkraftsetzung des von Ausländern redigierten Verfassungsgrundgesetzes ist unsere Verfassung vom Volke freigegeben worden zur Inkraftsetzung. Herr von Lützer, ich habe jetzt auch mal wieder eine Frage. Demokratischer ist noch nie ein deutscher Staat entstanden. Sie haben jetzt Ihre Meinung hier deutlich gesagt. Was mich wundert ist, wenn Sie sagen, Sie hatten recht, das alles war richtig, Ihre Agitation war hervorragend, wenn das alles so ist, warum ist es dann so gekommen, wie es gekommen ist? Denn mein Eindruck ist, Sie müssten doch eigentlich da sitzen und mit hängenden Schultern sagen, ich habe versagt, weil mir keiner geglaubt hat. Ist das Ihre Haltung? Nö, wenn es an mir reingelegen hätte, hätten wir nicht verloren. Sie stellen immer Fragen, über die man nur global antworten kann. Finden Sie das, ja? Kann man nicht mit zwei Sätzen beantworten. Nee, Sie können ruhig drei oder vier sagen. Eben haben Sie 20 gesagt. Ich stelle Ihnen eine Hierarchie. Eine Hierarchie auf die Ursachen für die Niederlage in der DDR. Erstens, die DDR ist gegründet worden. Undenkbar wäre das gewesen ohne die Sowjetunion. Ja. Undenkbar. Ja, und die Bundesrepublik undenkbar ohne Amerika. Ja, das ist wahr. Ja, gut. Und die Sowjetunion hat von Khrushchev angefangen, die DDR begonnen zu verraten. Khrushchev hat seinen Schwiegersohn Achubey nach München zu Strauß geschickt und mit ihm verhandeln lassen über den Preis der Preisgabe der DDR. Das ging weiter so. Das ging bis zu Gorbatschow ging das. Die Öllieferungen, von denen wir leben mussten, die Öllieferungen wurden erst eingeschränkt, verteuert und am Schluss, und Sie machen sich lustig darüber, dass wir Braunkohle abgebaut haben. Wir konnten gar nicht anders. Die Steinkohle, ja, das wird Ihnen heute, uns wird das heute aber vorgeworfen. Sie kennen Ihre eigenen Medien nicht, die das verbreiten. Also, Herr von Schnitzer sagt, die DDR wurde verkauft. Jetzt kommt der zweite. Bitte noch den zweiten Punkt. Jetzt kommt der zweite Grund. Der zweite Grund war, dass die DDR ein vorgeschobener Posten des Sozialismus war. Und deswegen das Hauptfeuer gegen den Sozialismus richtete sich gegen die Deutsche Demokratische Republik. Das Hauptfeuer. Mit Kriegsdrohung, mit militärischer Bedrohung, mit Embargo. Ganz am Anfang, hat bereits Adenauer die Lieferung von Steinkohle aus dem Ruhrgebiet verboten für uns. Mit einem unglaublichen verdeckten Krieg. Sie war das noch, der zweite Aspekt? Der gehört noch einiges zu, der gehört noch Herr Lummer dazu. Herr Lummer gehört dazu. Denn an dritter Stelle, ja. Das war ja die Frontstadt Berlin, von der aus der verdeckte Krieg gegen uns geführt wurde. Ja. Und der dritte, und dann kommt als dritter Grund erst, als dritter Hierarchie, als dritter kommt das, was wir hätten anders machen müssen. Hätten anders machen können. Gut, ich bin nicht bereit, mit Ihnen darüber zu diskutieren, was wir hätten anders machen müssen, sondern ich bin bereit, mit Ihnen zu diskutieren, was richtig war, was gut war und was bitter nötig wäre, dass es das heute noch gäbe. Es gibt nur einfach sehr viele Leute, Herr von Schnitzer, die das andere auch diskutieren wollen. Herr Lummer, Sie haben schon Platz 3 eingenommen. Ich bin der Meinung, das schmeichelt Ihnen wahrscheinlich. Auch Herr Schnitzler sollte mich nicht überschätzen, aber ich selber tue es jedenfalls nicht, das ist die Hauptsache. Nur, Herr von Schnitzler, nach der sogenannten Wende, wie Sie sagen, wurde ein Parlament gewählt, Volkskammer, ja, da haben sich die ganzen Bonner Abgeordneten bei uns herumgetrieben. Die wurden frei gewählt im Bereich der DDR. Frei gewählt, und ja. Außerdem die Gründung der PDS, oder nicht die Gründung, Entschuldigung, die Namensänderung war ja unter dem Signum gemacht worden, wir wollen die DDR erhalten. Wenn die Leute in der ehemaligen DDR bereit gewesen wären, diesen Staat zu erhalten, dann gäbe es ihn heute noch. Nur die waren nicht bereit dazu. Sie haben in einer freien Entscheidung erst gewählt und hat das Parlament entschieden, Sie wollten den Anschluss an die westliche Republik. Das ist eine historische Realität, da können Sie reden und drehen und wenden, was Sie wollen. Sie kommen dabei nicht auf den grünen Zweig. Wir könnten eine einzige Diskussion über freie Wahlen. Sie haben so lange geredet. Krieg und Frieden im August 1961. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, die Kriegsfrage stellte sich zweifellos, weil die DDR in ihrer Existenz bedroht war durch die Fluchtbewegung und auf der anderen Seite unter dem Gesichtspunkt des sogenannten proletarischen Internationalismus, später als Brezhnev-Doktrin bekannt, die sozialistischen Länder, die Sowjetunion, nicht bereit war, irgendein Land freiwillig zu entlassen. Weder 56 in Ungarn, noch 68 in der Tschechoslowakei, noch eben zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. 60 in der DDR. Und deshalb war die Kriegsfrage gestellt, nur aus dem einzigen Grunde,
weil der Kommunismus, sprich die Sowjetunion, nicht bereit waren, ein Land auf demokratische Weise aus ihrem System zu entlassen. Soweit ist dann richtig.